Guten Abend. Ich begrüße Sie alle herzlich zur heutigen Veranstaltung mit dem Titel In den Kellern Berlins, unterirdische Rüstungsproduktion der Firma Telefunken in den Kriegsjahren 1944 und 1945. Die Gleichname der Ausstellung zeigen wir derzeit im Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit. Die Eingangstafel können Sie hinter mir sehen. Wir wollen uns heute Abend einem bislang wenig bekannten Thema der Berliner NS-Geschichte widmen. Der Frage, wie große Rüstungsunternehmen mit zunehmenden Luftangriffen in der letzten Kriegsphase versuchten, ihre Produktionsstätten unter die Erde zu bringen. Diese sogenannten Untertageverlagerungen sind vor allem aus anderen, ländlicheren und frontfernen Regionen des Reiches bekannt, wo in leeren Stollen oder nicht mehr genutzten Tunneln kriegswichtige Produktionen verlagert oder sogar neu geplant wurden. Zum Beispiel im Harz, im KZ Mittelbau-Dora oder in den zahlreichen Außenlagern der KZ Dachau und Natzweiler in Süddeutschland. Die Vorträge heute wie auch die Ausstellung zeigen, dass dies auch mitten in Berlin stattfand. Für die unterirdischen Verlagerungsprojekte 1944 der Firma Telefunken mit dem Tarnnamen Lore wurden große Keller von Brauereien und ein U-Bahn-Tunnel genutzt. Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge kamen sowohl bei den Umbaumaßnahmen als auch bei der Produktion zum Einsatz. Einer dieser historischen Orte befindet sich in Kreuzberg in der Fidicinstraße in der Nähe des Flughafens Tempelhof. Er gehörte zur Bockbrauerei. Das Areal der ehemaligen Brauerei wurde vor einigen Jahren von einem Investor gekauft und soll bebaut werden. Die Planungen sahen die Zerstörung großer Teile der Keller vor. Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben darauf aufmerksam gemacht, dass diese Keller stellvertretend für ein besonderes Kapitel der Berliner Stadtgeschichte stehen. Der Hartnäckigkeit der Initiative ist es zu verdanken, dass der größte Teil der unter Denkmalschutz gestellten Keller erhalten bleiben wird. Die Ausstellung, die dem heutigen Abend zugrunde liegt, wurde von dem Berliner Historiker Thomas Irmer und von Dr. Bernhard Kohlenbach, einem ehemaligen Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes, erarbeitet. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für diese Initiative. Im Dokumentationszentrum wird die Ausstellung erstmals gezeigt und ich freue mich, dass sie ab kommenden Samstag, den 22. Mai, bis zum 25. Juli wieder für das Publikum zugänglich sein wird. Danach wird sie an verschiedene Orte in Berlin wandern. Ganz kurz einige technische Hinweise. Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon und die Kamera aus. Für die Diskussion im Anschluss an die Vorträge nutzen Sie bitte den Chat. Bevor wir nun zu den beiden Vorträgen von Thomas Irmer und Bernhard Kohlenbach übergehen, darf ich das Wort an Dr. Christoph Rauhut übergeben, Landeskonservator und Direktor des Berliner Landesdenkmalamtes. Lieber Herr Rauhut, schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auch hier heute Abend aus Schöneweide. Ich freue mich, dass ich mir diese Ausstellung, die hier im Hintergrund beginnt, mir schon anschauen durfte. Hochinteressant. Kommen Sie, sobald es möglich ist. Und ich freue mich auch, dass wir hier die Kooperation zwischen dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit und dem Landesdenkmalamt ein bisschen fortsetzen. Wir haben in den vergangenen Jahren vielfältige Kooperationen gehabt. Letztlich die Ausstellung zur Archäologie der Zwangsarbeiterlager, der Denkmaltag 2019 zu dem Erinnern in der Stadt oder auch viele runde Tische, an denen wir gemeinsam gesessen haben. Unser Ziel ist dabei immer, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für ein schwieriges Erbe dieser Stadt. Und jeder von uns hat natürlich auch seine verschiedenen Rollen. Wir haben die Verantwortung gewissermaßen für das Bauliche, das Dokumentationszentrum, die geschichtliche Perspektive. Aber gemeinsam wollen wir diese Aufgabe wahrnehmen, gemeinsam aber auch mit vielen Partnern und insbesondere auch den Bürgerinitiativen, die uns vor Ort immer wieder auch an diese Orte bringen, aufmerksam machen und damit ganz wichtig in der Erkenntnis zu diesen Orten sind. Wir wissen das aus Lichterfelde Süd, wo wir uns
viel mit in der Vergangenheit beschäftigt haben und jetzt auf einem hoffentlich guten Weg sind. Und wir kennen das auch für das angesprochene Beispiel der Fidicinstraße. Gemeinsam waren wir hier auch häufiger vor Ort, haben diese Keller besichtigt, haben begonnen, eine Bewertung vorzunehmen, eine Einordnung. Denn nicht immer ist es ganz einfach, alles sofort zu erkennen, zu erlesen. Die beiden Herren gleich sind die Spezialisten dafür. Sie werden Ihnen vorstellen, welche Fragestellungen es gab, die geforscht werden mussten, welche Erkenntnisse auch in diesem Prozess gereift sind. Wir freuen uns, dass wir es insbesondere in dem Projekt Fidicinstraße dann auch erreichen konnten, diese Keller unter Schutz zu stellen und auch einen Erhalt für die Zukunft trotz des geplanten Bauprojektes zu sichern. Und das erreicht man immer nur gemeinsam. Das ist mir sehr wichtig zu betonen. Gemeinsam eben mit hier zum Beispiel dem Dokumentationszentrum in der Zwangsarbeit oder den Initiativen vor Ort. Und zu dieser gemeinsamen Arbeit gehört einerseits die Unterschutzstellung zum Beispiel, aber andererseits eben auch die Vermittlung der Themen, die wir behandeln. Und insofern ist diese Ausstellung so wertvoll, weil sie genau diesen Baustein leistet und damit eine Basis schafft, für uns auch zu kommunizieren zum Beispiel an den Eigentümer oder auch die Politik und sich hier eben besonders einzusetzen, damit solche Orte nicht vergessen werden und der Zukunft die Erinnerung an diese Orte und die Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wach bleibt. Ich möchte also danken allen, die beteiligt waren an diesem Projekt. Und da darf man sprechen über die Bürgerinitiativen, die durchaus uns aufmerksam gemacht haben auf viele Hinweise, die da ja auch eingeflossen sind. Ich möchte aber insbesondere auch danken den beiden Herren Thomas Irmer und Bernd Kohlenbach, mit denen wir hier ja jetzt seit langen Jahren zusammengearbeitet haben. Herr Kohlenbach, ja auch lange Jahre bei uns im Landesdenkmalamt. Und ich möchte danken dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, dass es sich die Aufgabe gemacht hat, diese Aufstellung hier vorzubereiten, auszuhängen, und lade Sie dann, wenn es möglich ist, ein, hier zu kommen und sich diese Ausstellung anzuschauen. Es ist wirklich lohnenswert. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Raumuth. Ich darf Ihnen nun den ersten Referenten des Abends vorstellen. Thomas Irmer studierte Geschichte und Politikwissenschaften. Er ist Experte für die Berliner NS-Geschichte, insbesondere der NS-Zwangsarbeit und der Elektroindustrie, und hat sich hier vor allem auch mit der Geschichte der AEG und Telefunken befasst, dazu auch zahlreiche Beiträge veröffentlicht. Er war und ist Kurator mehrerer Ausstellungen zu diesen Themen. Unter anderem hat er bei unserer Dauerausstellung Alltag Zwangsarbeit 1938 bis 1945 mitgearbeitet. Er wird jetzt sprechen zum Thema Rüstungsproduktion in Berlin unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte Telefunkens und der Untertageverlagerung. Ja, herzlichen Dank für die freundlichen Worte und die Vorstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich werde jetzt kurz einen Überblick über die Geschichte von Telefunken, die Rüstungsproduktion und den Rahmen der Verlagerung kurz darstellen. Und mein Co-Kurator Bernhard Kohlenbach wird dann an einem Beispiel Ihnen zeigen, wie die Verlagerung konkret aussah. Kommen wir jetzt zunächst zur Geschichte von Telefunken. Telefunken, werden einige von Ihnen vor allen Dingen aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik kennen. Aber Telefunken war ursprünglich ein Unternehmen, das in Berlin gegründet wurde, in Kreuzberg, als so eine Art, heute würden wir sagen Start-up, als ein kleines, reines Entwicklungsunternehmen. Und es wurde, eine Besonderheit war, dass es von AEG und Siemens, den beiden großen Unternehmen der Elektroindustrie, gemeinsam gegründet wurde. Also das ist auch ein seltener Fall, dass man sozusagen gemeinsam ein Unternehmen, dass diese beiden Konkurrenten auf dem deutschen Weltmarkt gemeinsam ein Unternehmen gründeten. Das taten sie nicht ganz freiwillig, sondern
auch auf Druck des Kaisers. Und das Ziel dieses Unternehmens war es ursprünglich, hauptsächlich Technologien zu entwickeln. Und zwar Technologien für die drahtlose Nachrichtentechnik. Zu dem Zeitpunkt, als Telefunken gegründet wurde, das war 1903, waren englische Unternehmen sehr viel weiter und Telefunken sollte nun gleichziehen. Ersten Niederlassungen des Unternehmens befanden sich in Kreuzberg am Hallischen Ufer 30, war das sogenannte Telefunkenhaus, die Firmenzentrale und vor allem im Postzustellbezirk 61 am Tempelhofer Berg befanden sich zahlreiche Werkstätten, in denen an drahtlosen Nachrichtentechniken geforscht wurde. Telefunken errichtete, oder das ist eines der ersten großen Ziele von Telefunken war, ein globales Funknetz zu errichten, das 1913, 1914 auch die Errichtung von Funkstationen in den Kolonien, in deutschen Kolonien beinhaltete. Also es ging darum, praktisch globale Funknetze über Land und aber auch auf dem Wasser zu errichten und eben auch die Kolonien einzubeziehen. Die gesamten Auslandsstationen wurden dann nach dem Ersten Weltkrieg, abgegeben. Telefunken war Teil, musste sozusagen seine gesamten Auslandsstationen an die Alliierten abgeben. In den 20er Jahren war Telefunken nicht so sehr in die Strategien der Armee oder auch des Kolonialismus einbezogen, sondern viel stärker in Unterhaltungselektronik. In den 20er Jahren, gerade in Berlin, entwickelte sich der Rundfunk. Telefunken war hier maßgeblich am Bau von Senderstationen, aber eben auch von Empfangsstationen beteiligt. Und Telefunken gehört auch zu den ersten, die es das Fernsehen entwickelte. Sie werden wahrscheinlich Fernsehen an die Olympiade 36 erinnern, denken, dass wo zuerst Fernsehen im großen Umfang eingesetzt wurde. Die Entwicklung fand schon in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre in Berlin statt und eben maßgeblich auch von Telefunken. Also Telefunken war bis dahin hauptsächlich ein Entwicklungsunternehmen. Es hatte zwar schon während des Ersten Weltkriegs eine kleine Massenserienfertigung von Elektronenröhren, aber der Hauptzweck von Telefunken, das immer noch Siemens und AEG gemeinsam gehörte, war reine Entwicklung. Dieser Charakter änderte sich dann grundsätzlich in der NS-Zeit. In der NS-Zeit entwickelte sich Telefunken zu einem grundsätzlich sozusagen von einem Entwicklungs- zu einem Produktions- oder Fertigungsunternehmen. Bereits unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die jüdischen Vorstände, und dazu zählte zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende von Telefunken, Emil Meyer und andere, aus dem Unternehmen herausgedrängt. Sie wurden entlassen und mussten das Unternehmen verlassen. Den meisten gelang noch die Emigration. Und Telefunken entwickelte sich sehr früh schon zu einem bedeutenden Rüstungsunternehmen. Das hing in erster Linie mit der Produktion und auch der Entwicklung zusammen. Denn Sender- und Empfangsanlagen sind natürlich auch für militärische Zwecke von zentraler Bedeutung. Man kann sagen, Telefunken war eines der zentralen Hightech Rüstungsunternehmen in der NS-Zeit. Und ich hatte es eben schon angedeutet, Telefunken hat nicht nur weiter Technik entwickelt, und das war vor allen Dingen Militärtechnik, sondern begann auch mit dem Aufbau eigener Produktionsstätten. Das war ein Unterschied vorher. Vorher war es ein reines Entwicklungsunternehmen und die Produktion von entwickelten Geräten die Serienproduktion wurde dann von Siemens oder AEG durchgeführt, aber das Neue in der NS-Zeit war eben, dass Telefunken dann eigene Produktionsstätten in Berlin und außerhalb errichtete. Telefunken war ein großer Nutznießer auch des Rüstungsprogramms der Nationalsozialisten, was sich auch unter anderem in einer neuen Firmenzentrale ausdrückte, die in Zehlendorf errichtet wurde. Also die gesamten, der Großteil der Entwicklungsabteilungen zog dann von Kreuzberg nach Zehlendorf um. Über 30 verschiedene Entwicklungsabteilungen und Forschungsabteilungen wurden in einem neuen Gebäudekomplex
mit einem Umfang von 90.000 Quadratmetern zusammengefasst. Es gab auch noch Produktionshallen in der Nähe dieses Verwaltungswerks, die dann zu einem Ort von Zwangsarbeit während, vor allem während des Krieges wurden. Aber dieser Werkskomplex, den gibt es heute noch. Der war nach der Befreiung, war dort das die McNair-Kaserne untergebracht, der US Army, der Berlin Brigade. Und nach 1994, als sie dann auszogen, wurde dieser Komplex umgewandelt in Wohnraum. Also das ist heute sind heute alles Wohnungen. Aber zurück zur NS-Zeit. Also ich sagte schon, dass Telefunken eben diese Serienfertigung aufnahm und sehr stark von der Rüstungsproduktion profitierte. Ein weiteres Kennzeichen der Unternehmensentwicklung war die vollständige Übernahme durch die AEG. Also die Telefunken, was vorher Siemens und AEG gehörte, wurde vollständig von der AEG übernommen, die sich so versuchte, unternehmensstrategisch auf dem Feld der drahtlosen Kommunikation zu positionieren und auch eben sehr stark von der Rüstungsproduktion zu profitieren. Der damalige Vorsitzende von Telefunken, Martin Schwab, nannte Telefunken dann auch das Auge und Ohr der Wehrmacht, um zu verdeutlichen, was eigentlich die Bedeutung von Telefunken zu dem Zeitpunkt war und auch wofür Telefunken eben auch Technologien lieferte. Im Zentrum der Produktion stand die Produktion von Send- und Empfangsanlagen. Das sind also Radargeräte, Funkgeräte, aber auch elektronische Steuerungsanlagen. Und für diese Steuerungsanlagen, ein zentrales Bauteil für diese Steuerungsanlagen, und das hängt auch dann mit unserem Verlagerungsthema zusammen, war die Produktion von Elektronenröhren. Also wenn Sie so alte Röhrenradios kennen oder vielleicht sogar schon mal auseinandergenommen haben, dann werden Sie auf diese Röhren gestoßen sein. Und die waren eben auch für Steuerungsanlagen und Funkanlagen von zentraler Bedeutung. Und Telefunken hatte in Berlin, in Moabit, das größte Elektronenröhrenwerk Europas. Betrieb ist dort, es war in einem Werk, das zuvor von Osram errichtet worden war. Telefunken errichtete dort eine reine Röhrenproduktion. Das Gebäude gibt es auch heute noch. Es befindet sich auf der Rückseite von der Turbinenhalle der AEG. Also dieses Gebäude, was heute zu Siemens gehört, aber auch eine Ikone der Industriekultur in Europa oder auch weltweit darstellt. Also sozusagen, wenn es ein Symbol der Industriekultur gibt, dann ist es wohl diese Turbinenhalle. Und auf der Rückseite gibt es eben noch ein anderes Werk, und das ist das ehemalige Röhrenwerk von Telefunken, das die 75% des deutschen Röhrenbedarfs an Rundfunkröhren wurde dort produziert. Also es ist ein sehr zentrales und bedeutendes Werk, was dann auch während des Krieges auch ein praktisch fast ausschließlich für die Rüstung produzierte. Mit den zunehmenden Luftangriffen der Alliierten auf Berlin begannen schon sehr früh Überlegungen von Telefunken und auch der Wehrmacht, der Rüstungsbehörden, schon Anfang 1943 Produktion zu verlagern. Zunächst erstmal zu sichern, noch sicherer zu machen und zu verlagern. So gab es zum Beispiel im Frühjahr 1943 die Anordnung der Rüstungsbehörden, dass die oberen Stockwerke dieses Gebäudes geräumt werden sollten, damit sie im Fall von Luftangriffen sozusagen die Produktion da nicht gefährdet wird. Die Befürchtung war nicht ganz unbegründet, weil es gab innerhalb der alliierten Luftangriffskampagnen auch gezielte Luftangriffe auf die Elektroindustrie, exemplarisch. Sie wissen, dass die Alliierten exemplarische Angriffe gegen bestimmte Industriezweige auch immer geflogen sind. Kugellagerindustrie in Schweinfurt ist so ein Beispiel, und eben auch die Elektroindustrie. Im September 1943 wurden in Berlin eine Reihe von Werken der Elektroindustrie angegriffen, auch in Siemensstadt, die dann unter anderem zu einer
in der Konsequenz zu einer Radikalisierung auch der Zwangsarbeit führte, weil dann es Überlegungen gab, solche Fertigungen, gerade auch von Siemens, in die Konzentrationslager zu verlagern. Bei Telefunken war es zunächst so, dass man eben zunächst überlegte, dieses Werk sicherer zu machen, aber dann Überlegungen begannen, die Fertigung aus Berlin raus zu verlagern. Also es wurden verschiedene Werke, Zweigwerke des Unternehmens im besetzten Osteuropa, unter anderem in Lutsch, aber auch in Westdeutschland wurde geplant, diese Fertigung dorthin auszulagern. Was aber wenig bekannt ist, dass es eben auch die Überlegung gab, oder die konkrete Planung, auch Fertigung in Berlin zu verlagern. Die Verlagerung von Rüstungsproduktion in Berlin innerhalb der Stadt ist immer noch ein wenig erforschtes Thema. Christine Launing hat es in der Anmoderation darauf hingewiesen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie welche Planungen es gibt, dann ist das schon sehr, sehr beachtlich. Wir sehen hier, dass es in Berlin auch nicht nur Telefunken, aber auch andere Unternehmen begannen, nach unterirdischen oder luftgeschützten Orten für Rüstungsproduktion zu suchen. Es gab drei große Vorhaben. Das war ein Tunnel. Also dazu zählten zum Beispiel auch U-Bahn-Tunnel oder ein Tunnel im Olympiastadion. Es gab Tiefgaragen, auch ein wenig bekanntes Thema. BMW plante Fertigung in zwei Tiefgaragen zu verlegen. Und es gab in Berlin ja sehr große Tiefgaragen. Und dann schließlich eben die Bunker- und Brauereikeller, die dann auch in die Planung kamen. Also es gab gerade Telefunken, hat Ende 1943, Anfang 1944 begonnen, fieberhaft damit begonnen, in ganz Berlin nach Orten zu suchen, die sich für die Rüstungsproduktion, für eine Verlagerung von Rüstungsproduktion eignen würden. Und die Keller von Brauereien waren besonders begehrt, weil sie noch relativ unbenutzt waren, also noch von den Brauereien selbst in Gebrauch waren und weil es sehr große, tiefe Räume waren, die sich ideal für diese Verlagerung eignen würden. Und in intensiven Auseinandersetzungen mit den Rüstungsbehörden gelang es Telefunken, diese Keller für sich zu rekurrieren. Das hatte zwei zentrale, zum einen auf die Bedeutung der Rüstungsproduktion, also dieser kleinen elektronischen Bauteile, die eben für diese Steuerungsanlagen von zentraler Bedeutung waren. Und zum anderen war es so, dass Telefunken ursprünglich in einen Stollen des Mittelbau-Dora-Komplexes verlagert werden sollte und dann einen Tausch machte, also die Keller in Brauereien gegen die Verlagerung in die Bunker tauschte. Und Telefunken hat dann drei große Brauereikeller erhalten. Wir haben die alle auch in der Ausstellung, hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus den Tafeln dargestellt, und einen Tunnel am Reichstag. Also es waren drei große Brauereikeller in der Schultersbau, in der Schönhauser Allee. Das ist die heute natürlich, die kennen Sie alle unter dem Namen Kulturbrauerei. Dann die Bockbrauerei in der Felicienstraße, von der wir gleich noch mehr hören werden. Und dann die Königstadtbrauerei in der Saarbrücker Straße, auch im Prenzlauer Berg. Und schließlich ein U-Bahn-Tunnel am Reichstag. Also am Reichstag gab es einen stillgelegten U-Bahn-Tunnel, der bis dahin von der Wehrmacht genutzt wurde für Krankenakten. Dort wurden alle Krankenakten von Wehrmachtssoldaten gelagert, die in Behandlung waren. Und dieses große Wehrmachtslager oder Aktenlager wurde dann geräumt auf Anordnung von Hitler, und für Telefunken die Produktionsstätte freizumachen, die dann dort auch eingerichtet wurde und auch, soweit wir das heute wissen, wurde auch dort produziert. Damit komme ich zu den Themen, die wir in der Ausstellung, auf die wir in die Ausstellung eingehen werden. Also wir gehen auf das Thema der Verlagerung ein, hatte ich ja eben schon berichtet, dann die Rüstungsproduktion, eben diese Produktion der Röhren. Das Thema der Zwangsarbeit, also die Keller, das werden wir gleich noch sehen.
sind als große Bunkeranlagen verbunkert worden. Und bei diesen Bunker-Einbunkerungsarbeiten wurden Zwangsarbeiter, auch KZ-Häftlinge eingesetzt und später dann in der Produktion. Auch die Produktion, das werden wir auch noch sehen, wurde für den Einsatz von Ostarbeitern, insbesondere gerade was auch Pilitinstraße angeht, ausgelegt. Und schließlich gab es auch noch einen Konflikt, den wir am Beispiel der Königstadtbrauerei sehr gut darstellen können, um die Frage Zivilschutz oder Rüstungsproduktion. Denn diese Keller waren, gerade weil sie eben so groß und tief waren und so auch massiv gemauert, eben auch für den Zivilschutz von besonderer Bedeutung. Und am Beispiel der Königstadtbrauerei kann man sehr gut zeigen, dass es dort einen Konflikt gab um die Nutzung dieses Kellers, der dann schließlich so entschieden wurde, dass er für beide Zwecke genutzt wurde. Aber die Auseinandersetzung war ziemlich umfangreich, weil die vor allem die Gestapo und auch Polizeibehörden einen Aufstand im Prenzlauer Berg befürchteten, wenn dort kein Zivilschutz durchgeführt würde, weil es viel zu wenig Bunker gab. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Nationalsozialisten nur für 3-4% der Berliner Bevölkerung Schutzräume gebaut hatten. Also die Schutzräume für die Zivilbevölkerung waren minimal. Es mussten eben die eigenen Keller genutzt werden. Also und deswegen waren diese Keller auch nochmal von der Seite her gesehen, die Brauereikeller, von zentraler Bedeutung. Ja, damit bin ich erstmal so mit meinem Überblick schon eigentlich schon fast durch. Ich will kurz noch darauf hinweisen, dass die Ausstellung jetzt eben hoffentlich im Freundesdorf sehr im Dokumentationszentrum zu sehen sein wird. Sie wird danach wahrscheinlich in den Industriesalon gehen und dann in die Königstadtbrauerei. Das sind jetzt die nächsten Stationen bis September und weitere sind noch in Planung. Und wir haben diese Ausstellung mit Mitteln der Senatsverwaltung für Kultur in Europa realisieren können. Und die Gestalterinnen der Ausstellung, Christine Geiselmann und Johanna Muschelknautz, bei denen möchten wir uns auch nochmal an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für ihre tollen Ideen und die gute Kooperation. Und wenn Sie noch Fragen zur Gestaltung haben, Frau Geiselmann ist heute auch unter uns, dann können Sie die auch noch gleich im Chat stellen. Aber soweit bin ich erstmal fertig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir gleich zu Bernhard Kohlenbach. Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für diesen sehr guten Überblick und Einstieg in das Thema. Ich möchte jetzt ganz kurz Dr. Bernhard Kohlenbach vorstellen. Er studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie in Bonn, Amsterdam und Berlin und promovierte über Siedlungen der Amsterdamer Schule. Er war viele Jahre von 1993 bis 2019 Mitarbeiter im Landesdenkmalamt Berlin, unter anderem zuständig für die Berliner Denkmaltopografien und die flächendeckende Erfassung von Denkmalen. Und in den letzten Jahren seiner Dienstzeit kamen da auch immer mehr Orte der NS-Zwangsarbeit, die auf seinem Schreibtisch landeten. Herr Kohlenbach, Sie haben das Wort, bitte. Ja, ich möchte alle sehr herzlich begrüßen. Ich werde mal versuchen, jetzt eine kleine Präsentation zu zeigen. Moment. Ich glaube, es ist noch nicht zu sehen. Es war gerade kurz zu sehen, Herr Kohlenbach. Noch ein Versuch. So? Ja, jetzt. Jetzt zu sehen? Ah ja. Also Thomas Irmer hat schon unsere kleine Ausstellung vorgestellt und vor allen Dingen auch die historischen Hintergründe und gezeigt. Und ich möchte mal auf einen Ort eingehen und mal genauer vorstellen, wie so eine Fabrik eigentlich aussah.
Wir haben ja 4 Orte und die Orte sind in einem sehr unterschiedlichen Zustand. Also der U-Bahn-Tunnel am Reichstag ist zugeschüttet, der existiert überhaupt nicht mehr. Die beiden anderen Keller in den Brauereien, in der Kulturbrauerei und in der Königstadtbrauerei, die sind auch zum Teil saniert. Die Keller sind noch vorhanden, aber man findet nur noch wenig Spuren von den Einrichtungen. Und wir haben aber zum Glück einen Keller, der fast vollständig erhalten ist, an dem wir die gesamte bauliche Infrastruktur einer solchen unterirdischen Röhrenfabrik von Telefunken zeigen können. Und das ist in der Bockbrauerei in Kreuzberg in der Fidicinstraße. Ich zeige Ihnen hier mal ein Luftbild der Bockbrauerei. Diese Brauerei existiert jetzt zu dieser Zeit nicht mehr so, wie wir die hier sehen, weil gerade einige Gebäude abgerissen werden. Und zwar diese Flachbauten, die man hier im Vordergrund sieht. Also unten am Bildrand im Süden ist der Flughafen Tempelhof. Das sind die Randgebäude, die sind da noch zu sehen. Oben ist die Fidicinstraße mit dem Wasserturm. Im nördlichen Bereich der Anlage sind einige historische Reihgebäude erhalten, die auch weiterhin oder zum Teil weiterhin erhalten bleiben. Aber der Rest der Brauerei wird oberirdisch völlig umgebaut, der ehemaligen Brauerei, weil es ist von einem Investor gekauft worden und es werden dort Wohnungen gebaut und auch ein Gewerbe wird angesiedelt. Daher wird sich an diesem Bild einiges verändern in der nächsten Zeit. Trotzdem wird ein Großteil der Rüstungsfabrik von Telefunken erhalten bleiben. Sowohl in den Kellern als auch in oberirdischen Bauten, die ich gleich noch vorstellen werde. Wenn man diesen Komplex hier heute betritt oder wenn man den vor ein paar Wochen noch mal betreten hat, dann sieht man einen ganz gewöhnlichen Gewerbehof. Man denkt überhaupt nicht daran, man sieht einige historische Gebäude, die zur Brauerei mal gehört haben, zu der historischen Brauerei, aber man sieht viele nichtssagende flache, einstöckige Gebäude aus der Nachkriegszeit. Diese historische Brauerei ist 1944 bombardiert worden, und zwar als auch schon der Rüstungskeller existierte. Und es sind viele historische Gebäude der Brauerei zerstört worden, aber die Keller und auch die oberirdischen Bunker der Rüstungsfabrik sind intakt geblieben. Also es hat sich gelohnt, da Baumaßnahmen vorzunehmen. Und das Konzept ist aufgegangen. Ich werde jetzt nach und nach einige Gebäude vorstellen. Zunächst die oberirdischen Gebäude und dann werden wir in den Keller gehen. Man sieht, Moment, so. Das wichtigste erhaltene oberirdische Gebäude der alten Brauerei ist das sogenannte Schwankhaus. Und auch das wurde von Telefunken für die Fabrik ausgebaut. Wir sehen hier unten die Planung. Wir sehen einen Bunker, eine Rampe, die in den unterirdischen Keller führte, die aber nie ausgeführt worden ist. Die war in diesem Bereich vor dem Schwankhaus. Und wir sehen, dass im Innern im Schwankhaus ein Speisesaal eingerichtet war, eine Küche und Toiletten. Hier waren die Sozialräume der Röhrenfabrik. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man bei den Toiletten, einige Toiletten, da steht Ostmänner oder deutsche Männer und Ostfrauen und deutsche Frauen. Das ist ein Hinweis auf die Zwangsarbeiter, die zusammen mit deutschen Arbeitern in den Kellern gearbeitet haben. Wenn wir uns diesen Bereich ansehen, mit dem Treppenhaus drin, dann sind wir im zentralen Zugang der Arbeiter in die unterirdischen Kellerräume. Befindet sich ungefähr hier.
Dieser Teil ist als Bunker ausgebaut worden. In dem gesamten Schwankhaus, ein Schwankhaus in der Brauerei heißt, dass dort Fässer gewaschen wurden und gewartet wurden, damit die später wieder befüllt werden konnten. Es war also nicht das Hauptgebäude der Brauerei, aber es ist das einzig heute noch erhaltene. Und in diesem Bereich ist dieser Bunker eingebaut worden als zentraler Eingang in die unterirdischen Keller. Hier sehen wir diesen Bunker, der ist heute mit Ziegel verkleidet. Das Haus ist mal saniert worden und rekonstruiert worden und es sollte schöner werden, darum hat man es in der Nachkriegszeit mit Ziegeln, den Bunker mit Ziegeln verkleidet, aber man sieht trotzdem auch noch einige oberirdische Bunkerteile. Hier rechts ist das Innere des Abganges in die Keller der Brauerei. Am Eingang der Bockbrauerei sehen wir eine kleine Bunkeranlage. Dort ist einmal die Elektrozentrale des Bunkers untergebracht. Das ist dieser Bereich. Ja, würde ich schon, also irgendwann, ja. Und einen Eingangsbereich in den Keller, der allerdings nicht für die Arbeiter in der Röhrenfabrik gedacht war, sondern für den Zivilschutz. Dort wurde ein Keller ausgebaut für sogenannte Werksfremde, die dort bei Bombenangriffen Schutz suchen konnten. Unten sehen wir den Abgang in diesen Schutzbunker. Die Bunker waren von der Röhrenfabrik getrennt oder dieser eine Bunkerraum war getrennt. Man konnte allerdings auch da durchgehen, wenn man, also wenn man zum Beispiel flüchten wollte oder da konnten auch Arbeiter aus den Fabriken da durchgehen. Es gibt einen zweiten Bunker, ein bisschen weiter östlich auf dem Gelände. Das ist die Verbunkerung der alten Heizzentrale. Das sieht man daran, dass da noch der historische Schornstein rauskommt. Und da befand sich dann die Heizung der Rüstungsfabrik. Rechts ist die Innenansicht. Hier auf dem Bild sehen wir jetzt mal die kompletten Kelleranlage der Bockbrauerei. Es gibt noch einen weiteren Keller, der jetzt hier nicht eingezeichnet sind, aber diese Keller ist Telefunken eingezogen und hat dort die Röhrenfabrik gebaut. Gerade habe ich erzählt, dass es einen Luftschutzbunker für Werkfremde gab. Das war der Bunker 1, der war von oben zugänglich. Die Arbeiter gingen hier in dem Raum 8, sieht man eine kleine Treppe. Da kamen die Arbeiter von oben aus dem Schwankhaus in die Röhren, in die Fabrik. Die Fabrik von Telefunken nutzte 19 Räume, also die Räume 2 bis 20. Für ihre Produktion. Alles, was hier blau dargestellt ist, ist von einer Decke überdeckt, einer sogenannten Seychelles-Decke, die wir hier oben sehen. Die ist 2 Meter dick und ist über alle Kellerräume, die unter dem Hof liegen, das sind die von 16 bis 19 und auch den Raum 20, der an die Fidicinstraße angrenzt, ist und auch im Bereich des Heizungsbunkers sind 2 Meter dicke Zerschelldecken über alle Keller gelegt worden und auch die Keller unter den historischen Brauereigebäuden sind teilweise von der Zerschelldecke geschützt oder auch in den Innenhöfen sind auch die Decken eingezogen worden und zudem gab es noch die Verstärkung innerhalb der Häuser. Hier sehen wir also die gesamte Anlage, die von Telefunken genutzt wird. Wenn man durch die Keller geht, denkt man, man ist in Brauereikellern. In Wirklichkeit ist man in einem Bunker von einem erheblichen Ausmaß. Es sind ungefähr 3.800 Quadratmeter hier
überbaute Keller oder als Bunker ausgerüstete Keller. Und insgesamt die ganze Fabrik war über 5000 Quadratmeter groß. Hier gibt es, können Sie mal sehen, wie die Keller heute aussehen. Wir haben oben den Raum 20, das ist der ehemalige Gärkeller, das ist der größte Keller von der ganzen Anlage. Der ist mit Gewölben überwölbt und hat als kleinen Anhang noch ein Treppenhaus, ein Fluchttreppenhaus. Und das wir hier unten sehen. Und in dieser Keller grenzt direkt an die Schwiebusser Straße. Die ist mal Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts tiefer gelegt worden. Das heißt, der Keller ist teilweise oberirdisch zu sehen. Und darum musste die Kellerwand, die zur Schwiebusser Straße geht, nochmal extra als Bunker mit Beton verstärkt werden. Das sieht man hier oben auf der linken Seite. Man sieht auch, wie die Bögen der Gewölbe in die dicke Bunkerwand, in der dicken Bunkerwand verschwinden und die Stütze sozusagen in der meterdicken Wand da verschwinden. Also die gesamte Anlage ist eine umfassende und extrem stark geschützte Bunkeranlage, was man eigentlich weder in den Kellern noch auf dem Hof oben so direkt sehen kann, wenn man nicht die Spuren lesen kann, die an allen Ecken so bis hier zum Vorschein kommen. Ich zeichne jetzt mal den größten Raum, den Raum 20, den ehemaligen Gärkeller, auf einem Plan. Und oben sehen wir einmal eine zeitgenössische Telefunkenröhre. Thomas Ehrmer hat uns auch schon eine gezeigt. Und rechts sieht man, welche Teile in dieser Röhre verbaut werden. Es sind Teile, die aus Blechen gestanzt und geschnitten werden. Die Drähte müssen dafür gezogen werden. Es müssen Gitter gelötet hergestellt werden. Die Bleche werden geglüht in Öfen, damit sie eine sehr hohe Oberflächenreinheit haben. Und sie werden auch veredelt durch Nickel- oder Kupferveredelung. Alles, was man für die Röhrenproduktion braucht. In den Kellern wurden nur die Metallteile für die Röhren hergestellt. Die Halbfertigprodukte wurden dann in andere Fabriken von Telefunken gebracht und dort zu den endgültigen Produkten, zu den endgültigen Röhren zusammengebaut. In den Räumen gab es also Kalt- und Warmwalzwerke für die Bleche. Es gab Rohrziehereien für Kappen- und Röhrenumhüllungen. Es gab Öfen, um die Bleche zu glühen und chemische Abteilungen, um da Kupfer- oder Nickellegierungen da aufzuziehen und so weiter. Unterschiedlichste Werkbänke. Und insgesamt gab es einen Ablauf verschiedenster Arbeitsschritte. Das ist voll durchorganisiert, vom ersten bis zum letzten Raum. Die Röhrenproduktion ist in sehr kleine Teile, Arbeitsschritte aufgeteilt worden, sodass die Arbeiter, auch wenn sie ungelernt waren, sehr komplexe elektronische Geräte herstellen konnten. Also wir haben zu der gesamten Fabrik alle Pläne zur Fabrikeinrichtung und zum Bau der gesamten Bunkeranlage. Wir haben also die Gebäude, wir haben die Planung dazu und wir haben die historischen Hintergründe dazu. Und es eignet sich daher ganz besonders als sehr anschauliches Beispiel um diese historischen Hintergründe zu zeigen. Die
die Verlagerung. Ich zeichne noch mal ein paar Bilder aus den Kellern, weil es auch noch sehr viele Reste aus dieser Fabrik gibt. Die ganze Fabrikeinrichtung ist nach dem Krieg entfernt worden, aber es gibt viele Reste, die dann noch erhalten geblieben sind. Das gibt es auch in keiner anderen dieser unterirdischen Fabriken. Wir haben hier zum Beispiel ein Lüftungsrohr, was man hier oben sieht, elektrische Leitungen. Es gibt Isolatoren, es gibt Haltestangen für elektrische Leitungen, es gibt Lüftungsöffnungen, es gibt Ventilatoren. Hier sehen wir einen Ventilator in einem Lüftungsrohr. Es gibt also noch sehr viele Spuren, Schalter. Man findet überall noch Reste aus der alten Fabrik. Es ist also gelungen, 2017 diese Fabrik unter Denkmalschutz zu stellen. Und seitdem wird also mit den Investoren, mit dem Bezirk, mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen über den Umgang auf dem gesamten Gelände diskutiert. Und es ist gelungen, der größte Teil dieser Fabrik erhalten bleibt. Wie es danach weitergeht, ob es da mal ein kleines Museum oder eine Gedenkstätte oder was auch immer gibt, das ist bisher noch nicht endgültig geklärt, soweit ich weiß. Ja, ich würde sagen, das war jetzt erstmal mein kleiner Rundgang durch die Fabrik in der Filicinstraße. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Kohlenbach, für diesen sehr eindrücklichen virtuellen Rundgang an einen ganz besonderen historischen Ort, die Bockbrauerei und vor allem die Keller, die ja leider derzeit nicht zugänglich sind. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, über die Vorträge und über das Thema zu sprechen. Und Sie haben die Möglichkeit, auch noch Fragen zu stellen. Einige sind schon in den Chat geschrieben worden. Bevor ich diese aufgreife, würde ich gerne eine Frage an die beiden Referenten stellen. Zuerst an dich, Thomas. Du hast ja eindrücklich auch den Aufstieg Telefunkens skizziert zu einem frühen Rüstungsunternehmen, das, wie du geschrieben hast, gesagt hast, ne, Auge und Ohr der Wehrmacht wurde, also auch eine ganz besondere Bedeutung hatte und für diese Untertageverlagerung eben Zwangsarbeiter auch eingesetzt hat. Mich würde interessieren, einmal, was weiß man denn über die Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge, die für Telefunken in den Kellern arbeiten mussten? Woher kamen Sie? Waren Sie vorher schon bei Telefunken tätig oder kamen Sie aus ganz anderen Lagern? Ist da mehr drüber bekannt? Und die zweite Frage wäre, du hast erwähnt, dass Telefunken eigentlich nach Mittelbau-Dora einen Teil seiner Produktion verlagern wollte. Warum sind diese Pläne aufgegeben worden? Ja, vielen Dank. Ja, um mit dem letzten zu beginnen, mit der Verlagerung nach Mittelbau-Dora, also das waren Entscheidungen, die nicht jetzt allein Telefunken getroffen hat, sondern die eben in den Rüstungsbehörden getroffen wurden. Es gab einen eigenen Beauftragten für die Verlagerung der Elektroindustrie. Soweit man das aus den Dokumenten, die erhalten sind, entnehmen kann, die im Bundesarchiv sind, ist es war das sozusagen ein, hatte Telefunken praktisch als die Keller in Berlin als Alternative für eine Verlagerung nach Mittelbau-Dora in den Stollen erhalten. Da gab es auch ziemlich viele Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Firmen, die auch in den gemeinsamen Ausschüssen mit den Rüstungsbehörden da zusammenarbeiteten. Und Telefunken hat die Keller, aus Sicht von Telefunken war das natürlich sehr viel besser, in Anführungsstrichen, weil man dann sozusagen die Produktion in Berlin hatte und nicht irgendwie noch weiter außen verlagert musste. Denn grundsätzlich waren Verlagerungen von Produktionen eher kontraproduktiv.
weil es sehr lange, weil man also die ganzen Prozesse aufzubauen, das war eher schwierig und es gab Versorgungsprobleme und so weiter. Deswegen war das also für Telefunken eher sogar aus Sicht von Telefunken besser, um die Produktion in Berlin zu behalten, zu denen eben dann auch Zwangsarbeitende eingesetzt wurden. Also KZ-Häftlinge können wir ganz konkret sagen, dass es kleine Kommandos waren, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Lichterfelde kamen, aber möglicherweise auch direkt aus Sachsenhausen. Die wurden bei der Leerräumung der Keller eingesetzt. Also die Keller waren vorher noch als Lagerräume genutzt, mussten leergeräumt werden. Da wurde das haben KZ-Häftlinge verrichtet. Es war dann auch geplant, KZ-Häftlinge beim Bau der Beton, dieser Schelldecke einzusetzen, was aber dann wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr umgesetzt wurde, weil die SS zu wenig Bewacher hatte. Also ein größerer Häftlingseinsatz hat der auch für die Kulturbrauerei vorgesehen war und da auch wahrscheinlich auch in der Kulturbrauerei stattfand. Der Ausweitung des KZ-Häftlingseinsatzes fand nicht statt, weil die SS nicht genügend Bewacher hatte. Aber der Einsatz von anderen Zwangsarbeitenden, wie eben Westeuropäern, Ostarbeitern, Ostarbeiterinnen und Kriegsgefangenen, unter anderem italienische Militärinternierte, lässt sich auf jeden Fall für die Filicinstraße zeigen. Die wurden beim Ausbau der Bunkeranlagen, die Bernhard Kohlenbach eben dargestellt hat, das ist ja ein sehr komplexes, riesiges Bunkersystem aus ober- und unterirdischen Anlagen, da wurden die eingesetzt. Und das ist natürlich sehr viel auch körperlich anstrengende Arbeit, die ganzen Betonschalungen zu machen, das Gießen. Sie haben auch sehr viel Material da eingesetzt. Unter der Anleitung von OT-Firmen. Und in der Produktion war eben auch der Einsatz von Ostarbeiterinnen und Ostarbeitern vor allen Dingen vorgesehen. Also wir wissen von der Felicienstraße, dass dort ungefähr 300 Menschen eingesetzt wurden. Aber es ist das Problem, wir haben bisher keine Zeitzeugen und Zeitzeugen gefunden, also wir wissen das aus Firmenunterlagen, aber wir haben bisher keine Zeitzeugen und Zeitzeugen gefunden, die uns sozusagen konkret sagen können, dass sie in diesen Kellern waren. Wir haben für die Keller am Tunnel am Reichstag gibt es Nachfahren von einer deutschen Zivilarbeiterin, die in den Keller war. Aber die haben wir getroffen, mit denen haben wir uns ausgetauscht. Aber sozusagen für die Zwangsarbeiten, die in den Kellern waren, das haben wir niemand gefunden. Was aber nicht verwunderlich ist, weil es in Berlin zu dem Zeitpunkt natürlich viele überall Bunker gebaut wurden oder viele Orte waren. Aber natürlich war bei dem Hauptwerk von Telefunken im Moabit ein großes zwangsarbeitender Lager direkt neben der Fabrik. Und wir vermuten, dass aus diesem Lager auch die Zwangsarbeitenden in die Filicinstraße transportiert wurden, weil es dann noch irgendwo ein neues Lager aufzubauen, wäre viel zu aufwendig gewesen. Also Telefunken hatte ein riesiges Lager, eines der größten Berliner Innenstadtlager in unmittelbarer Fabriknähe. Ja, vielen Dank für die Antwort, Thomas. Dann würde ich gerne noch eine Frage an Herrn Kohlenbach stellen. Sie haben ja ganz eindrücklich auch geschildert und gezeigt, dass ein Großteil der Rüstungsfabrik und auch der Keller erhalten geblieben ist. Sie haben auch den Plan gezeigt mit den Sozialräumen, wo quasi Toiletten für sogenannte Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen neben denen der Deutschen waren. Und sind auch ein bisschen eingegangen auf noch vorhandene Spuren in den Kellern. Und da würde ich gerne noch mal nachfragen. Können Sie noch ein bisschen mehr sagen zu den noch erhaltenen Spuren, gerade in den Kellern oder auch in den oberirdischen Gebäuden der ehemaligen Rüstungsfabrik und vielleicht besonders auch Spuren, die gerade auf den Zwangsarbeitseinsatz hinweisen? Ist da noch was zu sehen heute? Also Spuren, die auf den Zwangsarbeitereinsatz hinweisen, glaube ich nicht, dass man die jetzt noch finden kann. Die Räume in den sogenannten Schwankhaus, die oberirdischen Räume, die Sozialräume, sind auch umgebaut worden, weil da schon lange seit Kriegsende andere Firmen in dem Haus sind. Und das ganze Haus ist mal saniert und vollständig umgebaut worden in. Was man allerdings sieht, sind dann noch die Bunkerverstärkungen, Verstärkung von Decken, Fußböden, Stützen und so weiter. Also da oben im oberirdischen Bereich ist also relativ wenig, sind wenig Spuren erhalten. In den Kellern sind natürlich die Ausstattungsspuren
Also von der Lüftung und von der Elektroversorgung hauptsächlich, aber auch sonst von der Fabrikeinrichtung ist da nichts mehr erhalten. Was wir da haben, ist die gesamte bauliche Infrastruktur einer unterirdischen Fabrik mit den Bunker und so weiter. Aber viel mehr Teile wird man da wahrscheinlich nicht mehr finden. Wir haben das jetzt natürlich nicht so genau untersucht. Es gab aber vom beauftragt vom Investor und vom Landesdenkmalamt eine bisschen bessere Untersuchung, aber die haben da auch nicht mehr viel mehr gefunden als die bauliche Infrastruktur. Ja, vielen Dank, Herr Kohlenbach. Ich schaue jetzt mal in den Chat und gehe mal zu Beginn. Die erste Frage, die gestellt wurde, und ich denke, die richtet sich an Thomas Irmer. Die Frage war, wie viele Nicht-Zwangsarbeiter, also wie viele Ingenieure waren bei Telefunken beschäftigt? Und was ist aus diesen nach dem Krieg geworden? Gibt es da Fallbeispiele, zum Beispiel in den Entnazifizierungsakten? Ist dazu was bekannt, Thomas? Also die Telefunken-Ingenieure, um letztens zu beginnen, es gab zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung war, dass ein Teil der Telefunken-Ingenieure in die Sowjetunion verbracht wurde, um dort an Programmen, die man vorher im sogenannten Spreewerk beschäftigt. Das war ein Werk in späteren Werk in Schöneweide, wurde auf dem Gelände, wo später dann zu DDR-Zeiten das Werk für Fernsehelektronik entstand. Und dort haben die angefangen, technische Entwicklungen zu machen, ein Teil der Ingenieure. Ein anderer Teil der Ingenieure kam in die USA und ein dritter Teil blieb in Deutschland, beziehungsweise war in Westdeutschland, wo also Telefunken, die Verlagerung, ich hatte ja erwähnt, dass es noch verschiedene andere Produktionsstätten gab, unter anderem in Lodz. Und diese Produktionsstätte wurde dann später nach Ulm verlagert, wo Telefunken nach dem Krieg sozusagen den Wiederaufstieg als ein Elektronikunternehmen begann. In Ulm und Hannover waren zwei große Schwerpunkte der Produktion von Telefunken nach 1945. Und dort gibt es natürlich auch Entnazifizierungsverfahren gegeben, auch in Berlin. Aber das ist natürlich dann immer von der Anzahl der Ingenieure. Da muss man immer so individuell nach den einzelnen Ingenieuren forschen. Und Telefunken war natürlich war ein Unternehmen, wo sehr viele Ingenieure beschäftigt waren. Allein das Moor-Elektro- und das Fertigungswerk in Moabit hat über 8000 deutsche Beschäftigte vor dem Krieg. Also irgendwie mal die Dimension zu verdeuten. Es waren mehrere 10.000 Menschen, die dann für Telefunken arbeiteten während des Krieges, die eben in der Fertigung eingesetzt war, aber eben auch bei den Ingenieuren. Und da müssen Sie, wenn Sie an Identifizierungsakten wollen, dann müssen Sie immer nach den Namen der einzelnen Ingenieure gehen. Ja, vielen Dank. Dann die nächste Frage war nach Emil Meyer und der Rolle, die er bei Telefunken gespielt hat, warum er das Unternehmen verlassen hat und wohin er gegangen ist. Er war der Vorstandsvorsitzende und er musste gehen, weil er jüdischer Herkunft war und wurde dann ist er in die Immigration in die USA geglückt, aber auch anderen, der Vorstand war nicht der Einzige, der aus dem Vorstand entlassen wurde, aber praktisch in allen, auch bei den Ingenieuren und bei den Facharbeitern, überall, wo Menschen jüdischer Herkunft waren, die mussten alle das Unternehmen verlassen und wurden alle ersetzt durch nicht-jüdische Deutsche. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Dann war eine Frage zu den Bauplänen. Herr Kohlenbach, Sie hatten ja erwähnt, dass alle Pläne zur Firma auch erhalten sind. Die Frage ist, wo haben sich die Baupläne erhalten und wie kommt es, dass sie erhalten sind? Und dann noch eine Frage, war den heutigen Nutzern die Geschichte der Keller bekannt oder erst quasi jetzt durch die aktive Arbeit mit diesem Ort? In welchem Zeitraum wurde die Fidicinstraße genutzt? Wie viele Personen arbeiteten dort und wo waren die Zwangsarbeiter untergebracht? Also ich denke, der erste Teil können Sie vielleicht, Herr Kohlenbach, beantworten. Und zu der Zahl der Arbeiter und der Unterbringung der Zwangsarbeiter dann Thomas Irmer. Ja, Moment, worum ging es nochmal? Zu den Bauplänen, wo sich die erhalten haben. Die,
Die Baupläne befinden sich im Telefunkenarchiv. Das ist im Deutschen Technikmuseum. Und Thomas Ehrmer hat die dort entdeckt und hat auch schon lange damit gearbeitet, bevor ich überhaupt da auch ins Spiel gekommen bin. Wir haben uns im Landesdenkmalamt, wurden wir 2016 informiert von der BVV Kreuzberg. Und die hatte auch einen Antrag gestellt, die Bockbierbrauerei unter Denkmalschutz zu stellen. Und darin war auch enthalten die Keller, in denen es Zwangsarbeit gegeben haben soll. Und etwa gleichzeitig, ein bisschen später, hat auch die Bürgerinitiative, die da in der Felicienstraße und in der Bockbrauerei aktiv ist, uns gleich auch einen Antrag gestellt, die Bockbrauerei unter Denkmalschutz zu stellen. Und ich war damals zuständig und habe dann versucht, einen Historiker zu finden, der einmal die ganze Geschichte aufklären kann. Und das war dann der Thomas Ehrmer, der innerhalb kurzer Zeit aufgrund seiner Vorarbeiten dann auch sehr schnell ein Gutachten schreiben konnte, das uns dann das ausreichend war, um die Keller unter Denkmalschutz zu stellen. Und das war schon 2017. Und das ganze Material liegt da im Technikmuseum. Und wenn die Archive wieder aufhaben, kann man sich die auch dort angucken. Zwangsarbeiter, ja, da sagt besser der Thomas was zu, weil er sich da schon länger mit beschäftigt. Ja, gerne. Also die Zwangsarbeitenden von Telefunken, vor allen Dingen die im Röhrenwerk in der Moabit waren und die von denen wurden überall im Moabit untergebracht, an verschiedenen Orten, aber zentral auf dem Gelände, wo sich heute der Markt, der Fruchtmarkt Moabit befindet, in der Beuselstraße. Das war ein riesiges, auf dem Gelände war vorher eine Wiese und ein riesiges Barackenlager. Aber da waren mehrere tausend Zwangsarbeiten untergebracht für AEG und Siemens und Telefunken. Und gab es eben in Moabit, in jeder Straße, irgendwo rund um das Werk, alle Läden, alle Kinos, Gaststätten waren alle umgebaut zu Sammelunterkünften. Und dann auch dort, wo waren also viele Zwangsarbeitende untergebracht. Es war sehr umfangreich. Und auch bei den anderen Werken, die Telefunken hatte, waren im großen Umfang Zwangsarbeitende. Teilweise wurden einzelne Werke nur noch mit Zwangsarbeitenden in Polen zum Beispiel, in Lodz, was ich schon mehrfach erwähnt habe, waren fast ausschließlich Zwangsarbeitende in dem Werk selber tätig. Ja, vielen Dank für die Antworten. Wir haben jetzt noch eine Reihe von Fragen und wir würden versuchen, die jetzt auch noch mal zu stellen und um kurze Antworten zu bitten. Frau Hartung fragt, unsere Stadtteilinitiative setzt sich für ein aktives Gedenken ein. Wir stehen bereit. Welche nächsten Schritte müssten aus Ihrer Sicht für einen lokalen Gedenkort gegangen werden, den es ja aktuell noch nicht gibt? Wer von Ihnen beiden möchte darauf antworten? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ich glaube, das ist im Moment noch gar nicht so spruchreif, weil das ganze Gelände wird ja sehr umfangreich umgebaut und der Investor und der Bezirk und alle Interessenten, die da vor Ort sind, die wollen erstmal jetzt ihre Bauten da errichten und so weiter. Und keiner denkt im Moment, also ich glaube, von denen, die da zuständig sind und denen das gehört, denkt im Moment daran, jetzt in Kürze da Projekte zu machen, zum Gedenkort zu machen, ein kleines Museum oder eine kleine Ausstellung zu machen oder was auch immer. Ich vertraue aber darauf, dass das in Zukunft automatisch kommen wird. Wenn erstmal da die Gebäude fertig sind, dann geraten auch die Keller wieder in den Blickpunkt. Und es gibt genügend Leute, die da immer wieder darauf hinweisen werden und sich immer wieder dafür einsetzen werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Investor, dem jetzt diese großen Keller gehören und der da seine Bauprojekte durchzieht, dass der sich dann da verweigern wird. Er hat
zu Beginn dieses ganzen Prozesses schon eine kleine Ausstellung mal geplant. Er wollte da schon drauf eingehen. Aber was war verbunden mit dem Abriss der meisten Kelleranlagen? Und ich denke jetzt, wenn erstmal alles in der richtigen Bahn ist und er sich damit abgefunden hat, wie das Projekt jetzt geworden ist, dann werden wir auch da weiterkommen. Da hoffe ich ebenfalls drauf. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich eigentlich nicht mehr in dem Diskussionsprozess mit drin stecke, weil ich in Rente bin. Vielen Dank, Herr Kohlenbach. Jetzt hat sich ja Herr Rauhut zugeschaltet. Möchten Sie was dazu sagen? Ja, gerne. Ich hoffe, Sie können mich auch hier hören. Und ich kann vielleicht von Herrn Kohlenbach wirklich übernehmen. Wir haben das ja, das Projekt lange gemeinsam begleitet. Wir haben das natürlich jetzt auch weitergeführt. Der Stand ist momentan so, dass das ganze Bauvorhaben in, ich glaube, 6 Teilprojekte unterteilt ist und die Einzelteilbaugenehmigungen momentan in der Abstimmung sind. Und in diesen Teilbauprojekten sind natürlich auch die Keller jeweils thematisiert. Es geht natürlich zumeist eigentlich um die Hochbauten, aber wir wissen, dass eben die Keller teilweise auch überfangen werden, beziehungsweise teilweise auch dann etwas verändert werden. Das betrifft insbesondere, das wissen auch diejenigen, die sich etwas mit dem Projekt auseinandergesetzt haben, dass die Keller 16 und 17, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, abgerissen werden. Also wir werden einen kleinen Teil aufgeben müssen. Das ist auch ein Ergebnis der, man muss sagen, späten Erkenntnis. Wir haben ja das Vorhaben erst, dass die Keller auch erst unter Schutz stellen können, nachdem der Investor das Gelände übernommen hatte und dann das entsprechende Projekt geplant hat. Insofern bin ich aber der Überzeugung, dass wir da einen guten Ausgleich geschaffen haben, weil ja doch dann die wesentliche Anzahl der Keller bestehen bleibt und insbesondere auch der große Keller mit der Nummer 20, aus dem Herr Kohlenbach auch diesen wunderbaren Plan gezeigt hat, in dem man wahrscheinlich besonders aus anschaulich dann zeigen kann, wie Zwangsarbeit dort stattgefunden hat. Momentan werden wir also in den Baugenehmigungen immer darauf achten, dass die Keller in ihrer authentischen Struktur und natürlich auch mit den Oberflächen möglichst erhalten bleiben. Aber was noch nicht in der absehbar ist, welche Funktionen, welche Nutzungen dann in den Kellern möglicherweise stattfinden werden, ob zum Beispiel, wie es ja auch in der Vergangenheit war, Keller als Lagerräume wieder genutzt werden sollen. Ich bin mir aber auch sicher, dass man es dort erreichen kann, zumindest Teile der Keller für eine Ausstellung umzuwidmen. Was es dafür braucht, ist es natürlich dann jemand, der das auch ein bisschen in die Hand nimmt, der sich vor Ort auch einsetzen kann, möglicherweise dort auch ab und zu die Tür aufschließen kann. Dafür gibt es unterschiedliche Modelle, das muss man erarbeiten. Sowas muss man an runden Tischen machen, man muss alle Beteiligten zusammenbringen. Ich darf fürs Landesdenkmal ansprechen, dass wir auch in so einem Prozess weiter beratend dabei wären. Ja, vielen Dank, Herr Rauhut. Das beantwortet, glaube ich, zumindest in Teilen die beiden Fragen, zumindest eine der beiden Fragen von Eberhard Elfert, nämlich zum Stand des Denkmalschutzes, was erhalten und abgerissen wird und welche konkreten Nutzungsperspektiven vorstellbar sind, die eben für diesen Ort ja auch noch entwickelt werden müssen. Aber ich denke auch, so wie Thomas Irmer und Bernhard Kohlenbach ausgeführt haben, ist es ja wirklich ein ganz besonderer Ort, an dem man die thematische Perspektive dieser unterirdischen Rüstungsproduktion als einen besonderen Aspekt der Berliner Stadtgeschichte auch deutlich machen kann und eben auch nochmal auf diesen besonderen historischen Ort mit seinen vielen Spuren aufmerksam machen kann in Form von einer kleinen Ausstellung oder auch oberirdisch mit Tafeln, die nochmal
die Bedeutung dieses Ortes zeigen. Also ich denke, da gibt es ja auch Vorbilder oder Möglichkeiten auch von anderen Orten. In Lichterfelde Süd, am Ort des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers, ist es ja gelungen, mit dem Investor eine Vereinbarung zu treffen, dass zwei Baracken erhalten bleiben, es eine kleine Ausstellung geben soll und eben auch eine Tafelausstellung im Freiraum, die den historischen Ort erschließt. Sowas wäre sicherlich auch für die Fidicin-Straße möglich. Weil jetzt die zweite Frage nochmal anspricht, den Runden Tisch NS-Zwangsarbeit und die Frage eines Konzeptes für Erinnerung an NS-Zwangsarbeit in Berlin, will ich ganz kurz darauf eingehen, weil wir diesen Runden Tisch ins Leben gerufen haben und auch moderieren. Und wir haben in der letzten Sitzung auch darüber gesprochen, dass wir gerne so ein Konzept erarbeiten würden, das natürlich immer auch ein offenes Konzept sein soll. Aber wir merken, in den letzten Jahren ist so viel passiert in Berlin, dass eben diese besonderen historischen Orte plötzlich ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten durch die ehrenamtlichen Initiativen. Viele neue Gedenktafeln werden eingeweiht und so weiter. Und natürlich ist es, genauso wie es Herr Rauch sagt für das Landesdenkmalamt, ist es ein Austausch mit allen Akteuren und Akteurinnen, die sich in den Bezirken und in den Ortsteilen um die Orte kümmern und die ja eben auch dazu beigetragen haben, dass sie unter Schutz gestellt werden. Also so sehen wir im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit auch unsere Aufgabe, hier zu beraten und mitzuwirken. Und ich hoffe, dass es zukünftig möglich sein wird, am historischen Ort in der Fidicinstraße an diesem besonderen Ort zu erinnern und auch die Keller zugänglich zu machen. Also das hoffe ich sehr und in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt und den Initiativen möge es hoffentlich gelingen, hier der Erinnerungslandschaft der Zwangsarbeit in Berlin einen neuen Lernort hinzuzufügen. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle und zum Schluss der Veranstaltung ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten, Thomas Irmer und Bernhard Kohlenbach, für die Ausstellung und für die Vorträge heute. Ich denke, es hat auch gezeigt, dass die Themen bei weitem noch nicht abgeschlossen sind, sondern noch weitere auch Forschungen sicherlich noch folgen werden, vielleicht auch die eine oder andere Publikation. Ich danke auch ganz herzlich Herrn Rauhut dafür, dass Sie heute hergekommen sind und aus Ihrer Perspektive als Leiter des Landesdenkmalamts auch nochmal deutlich gemacht haben, wie wichtig dieser Ort ist. Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihre Teilnahme, fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.